grüß Gott, Servus und Hallo, liebe Glenbar-Freunde. Herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Hier wieder bei Martins Chemnauer Welt mit Teil 2 des Happy Build Supercar 911. Oder auch The Porsche 911 genannt. Aus der X-Tech-Reihe. Ja, so weit sind wir das letzte Mal gekommen. Wir haben hier vorne eine Lenkung gebaut. Dann haben wir den Antrieb gebaut. Die Servomotor haben wir hier drin versteckt. Und die hier hinten seht ihr die Powermotor und die Batteriebox bzw. die Akkubox ist hier drin versteckt. Ja, die Tüte 1 und das waren die Tüten 1 bis 3. Heute fangen wir mit Tüte 4 an. Mal gucken, wie weit ich komme heute. Und auf jeden Fall werden wir in Teil 2 das Modell zu Ende bauen. Und ich lasse mich überraschen. Bis jetzt war der Bauspaß sehr gut. Klemmkraft ist auch top. Kann ich mir nicht beklagen, sind alles Kopricksteine. Sogar manchmal fester, wie ich eigentlich gedacht habe. Musste richtig reindrücken, wie ich gedacht habe. Aber gut. Ich denke mal, beziehungsweise ich lasse mir überraschen, wie es weiterläuft. Und ich fange dann einfach mal an weiterzubauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Tape wieder. So Freunde, da bin ich auch schon wieder. Und zwar haben wir diesmal hier den Sitz gebaut. Moment, ist nicht ganz mal. Gleich. So, jetzt seht ihr das besser. So, Sitze, okay, das sind Sportsitze sein. Mir persönlich gefallen sie nicht, aber gut. Das ist halt ein Modell, dann werden wir jetzt einbauen. Und zwar wird das ganz einfach. Da rein. So. Das ist nicht. Will nicht. Will einfach nicht. So, aber jetzt haben wir sie jetzt drin. Hat ein bisschen länger gedauert, war ein bisschen schwierig. Das liegt daran, dass der Pin komplett nach unten gegangen ist. Beziehungsweise die Dreier Kreuzstange ist komplett nach unten, muss sie wieder hochrutschen, damit das auch ganz hält. Ja, als nächsten Schritt werden wir wahrscheinlich die Türen bauen. Und dann würde ich sagen, fange ich ganz einfach an. Achso, falls ich das letzte Mal vergessen habe zu erwähnen. Was heißt hier vergessen? Ich habe das vergessen zu erwähnen. Hier die Liftteile hier, die Liftanteile oder die Paneelen, die sind nicht einwandfrei. Also sind ein bisschen schmutzig. Gut, vielleicht gucken wir, ob ich das sauber kriege. Ja, auf jeden Fall, ich baue da einfach mal weiter. In diesem Sinne, bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Wir haben die Türen gebaut. Ganz einfach. Verschiedene Paneele. Dreierpins. Ein paar Liftarme dazu. Verschiedene. Die Spiegel sind natürlich gebaut. Ja, und jetzt setzen wir das Ganze hier dran. Das machen wir ganz einfach. Damit ich das richtig gesehen habe. Hat es hier ganz durchgeschoben. Dasselbe passiert dann auf der anderen Seite. Ja,
Was sind sie dran? Ja, dann würde ich sagen, baue ich mal ein bisschen weiter. Das Ganze wird jetzt alles natürlich noch verstärkt und verbaut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Take wieder. Bis gleich. Nach einer guten halben, dreiviertel Stunde sind wir ein bisschen weitergekommen. Wir haben jetzt sowas hier gebaut. Auch wieder mit Liftarm und vielen, vielen kleinen Pins. Ich finde das hier wirklich cool, diese Form dahin zu bekommen. Das muss man schon mal können. So, das setzen wir jetzt einfach hier dran. Einmal so. Wir haben natürlich auf der anderen Seite auch. Auch schon. Ja. Nächste, wir bauen jetzt noch ein bisschen weiter. Ich denke mal, das wäre dann der Rest von der Tüte hier sein und dann, naja, wie ihr seht, kommen dann die ersten großen Komponenten, sprich Radaufhängern oder Radabdeckung. Das sind richtige Formteile. Die werden wahrscheinlich dann demnächst drauf bauen. Da werde ich auch diesen Sonderblatt brauchen, was ich am ersten Video gezeigt habe. Ja, das Ding wird auf jeden Fall riesig. Ja, dann lege ich mal los und wir sehen uns dann gleich wieder. Tüte 4 ist hiermit abgeschlossen. Wir haben jetzt schon einen Teil, der Rücklichter haben wir schon gebaut. Also den hinteren Teil mit den Rücklichtern. Ich finde, das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Kommt dem Original sogar ein bisschen nah. Also muss schon sagen, also Happy Build hat sich da echt Mühe gegeben, dass die wirklich so nah dran sind. Klemmkraft nach wie vor top. Muss manchmal richtig drücken. Auch die normalen Bricks, super Klemmkraft. Kann ich gar nicht mal meckern, ey. Ich kann eigentlich bis jetzt noch nichts Schlechtes sagen. Habe auch noch bisher keinen einzigen Filter. Ja gut, bis auf die einigen dreckigen Sachen, aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Entweder ist das wirklich nur dreckig oder sind Fehlgüsse, weiß ich jetzt noch nicht. Naja, ich fange jetzt gleich nochmal mit Tüte 5 an. Wahrscheinlich werde ich nicht ganz damit fertig, aber in diesem Sinne, bis gleich, ne? Nach wieder gut einer halben Stunde haben wir bis wieder weitergebaut, wir haben wieder Teil weitergebaut. Wir haben jetzt die Anfänge vom Spoiler. Den werden wir jetzt dann hier gleich draufsetzen. Ja, und dann machen wir hier hinten wahrscheinlich so. Und dann kommt das Dach dann vorne drauf. Und dann ist Tüte 5 eigentlich auch schon wieder so gut wie abgeschlossen. Das werde ich heute aber nicht beenden, sondern ich werde dann morgen weiterbauen. Beziehungsweise vielleicht mache ich Tüte 5 fertig und baue dann morgen Tüte 6 fertig. Und ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Wieder haben wir eine halbe Stunde geschafft. Wir haben wieder ein bisschen was mehr dran. Der Spoiler ist jetzt endlich dran. Dann haben wir hier im Innenraum, weiß nicht, ob ihr das seht, ups, ein bisschen größer, haben wir hier das Lenkrad gebaut. Dann haben wir hier vorne die Front gebaut. Ja. Gut, Sportsitze, da kann man sich drüber streiten. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Ich baue auf jeden Fall noch mal weiter. Ich denke mal, die Tüte 5 werde ich heute auf jeden Fall beenden. Viel habe ich nicht mehr. Das ist im Prinzip das, was ich hier noch habe. So. Diese schön. Paneelen. Das wird dann später fürs Dach sein. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann heute ein letztes Mal und morgen gibt es dann Tüte 6. Und in diesem Sinne, bis gleich. So, Freunde, wir haben Tüte 5 beendet und wie ihr seht,
haben das Dach hier schon gebaut, hier vorne. So Fenster oder was es auch immer darstellen soll. Die Blende dazu. Denkt man morgen, werde ich dann natürlich 6 bauen, werden wir hier vorne dann fertig machen. Dann hier hinten wahrscheinlich fertig machen. Die Räder und das war's. Ja, ich hoffe, es hat bis euch her gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um auch keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Ja. Was ich dann als nächstes bauen, das werde ich dann sehen, je nachdem was kommt. Das wird wahrscheinlich ein bisschen was vom Platz kommen. Jetzt noch, das ist bestellt, das wird jetzt die Tage geliefert. Und dann habe ich noch einen, auch ein Modell wieder von Happy Build. Wie gesagt, Happy Build wirklich sehr, sehr, sehr gut. Kann sich mit Mold King und mit Karte eigentlich gleichstellen. Mit Lego auch. Also wirklich gute Firma, wirklich gute Klemmkraft. Okay, die Paneelen sind nicht immer kratzfrei. Auch von der Sauberkeit her auch nicht gut. Aber. Und ja, der Porsche, er wird groß. Der wird richtig groß. Werde ich dann noch im Review sagen. Wie ich das mit dem Review mache, weiß ich noch nicht. Ihr lasst euch einfach überraschen, ne? In diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Nacht. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Hallo und schönen guten Abend alle zusammen. Der letzte Tag ist wieder angebrochen. Heute bauen wir wieder ein bisschen weiter. Und wir haben natürlich die Motorhaube gebaut. Lässt sich auch schön öffnen. Besteht aus verschiedenen Paneelen. Einen L-Liftarm, 7er-Liftarm, natürlich wieder blaue Pins. Ja, jetzt bauen wir hier vorne noch ein bisschen was und auf jeden Fall werden wir das Fahrzeug heute beenden. Formtechnisch sieht er ja im Prinzip eigentlich ganz gut aus, haben wir ja schon im letzten Tape gemacht. Ja, ich baue auf jeden Fall weiter und dann sehen wir uns in Kürze wieder. Bis gleich. So Freunde, da bin ich auch schon wieder. Wir sind wieder ein bisschen weitergekommen. Wir haben jetzt hier vorne ein bisschen noch was dran gebaut. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich werde euch das mal am besten hier hochhalten. Hier vorne. Jetzt werden wir wahrscheinlich ein weiteres Stück bauen. Ja, das wird Video wird diesmal etwas kürzer ausfallen wie das andere. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dürft ihr euch das gerne auch noch anschauen. Ja, wir werden, wie gesagt, hier vorne die Schürze noch fertig bauen, dann die Seitenteile und ja, dann gibt es wahrscheinlich dann eine Woche später oder ich weiß nicht, ob ich das Review mache. Wahrscheinlich mache ich da noch was anderes vorher dazwischen. Ich würde sagen, lasst euch einfach überraschen und ich baue jetzt einfach mal runter weiter. So, nach einer guten halben Stunde sind wir ein bisschen weitergekommen. Wir haben hier vorne jetzt die Front fertig gebaut. Ich hoffe, dass da vielleicht noch was dazu kommt zur Stabilisierung. Von dem her, das war nämlich ein ganzes Stück Arbeit. Also da musste ich wirklich von allen Seiten irgendwo drücken. Dann haben wir hier die Lichter eingebaut. Sehen ein bisschen aus wie die Lichter vom Beetle. Naja gut, wenn man genau nimmt, ist ja, steht ja sehr Porsche VW eigentlich. Okay, warum die Motorhaube nicht komplett so jetzt? Zack, geht nach wie vor immer noch auf. Bin immer noch begeistert. Klemmkraft ist natürlich nach wie vor top, außer hier bei dem Prix selber. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, bin ich ein bisschen willigran. Gerade bei Happy Build, weil die ja nicht nur Technik, sondern auch sehr viel mit Prix arbeiten. Im Großen und Ganzen ist das Modell natürlich schön. Es wird schön groß. Ich werde mir vielleicht auch mit Mulking noch mal ein bisschen vergleichen. Eine Karte habe ich jetzt selber noch nicht im Programm. Kommt vielleicht demnächst irgendwann auch noch mal. Ja, ich würde sagen, dann baue ich mal ein bisschen weiter. Mal gucken, ob ich jetzt den Rest fertig mache. Und dann sehen wir uns im nächsten Tape wieder. So, da haben wir ihn auch fertig. Unseren Supercar 911 von Happy Build aus der X-Tech-Reihe. Ja. Was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben jetzt im Prinzip hier vorne die Front ein klein wenig
Und die Rohre, die habe ich noch ein bisschen zuschneiden müssen, damit sie passen. So. Dann haben wir hier die Radkappenaufhängung gemacht. Lässt sich eigentlich alles öffnen, bis auf die Motorhaube. Das Licht stört jetzt nämlich ein bisschen, ne? Immer wenn ich es mache, aufmachen tue, kriege ich es nicht auf. Werde vielleicht noch das eine oder andere noch ein bisschen ändern, damit ich es besser aufmachen kriege. Aber ansonsten sieht ja doch eine Porsche sehr, sehr detailgetreu aus. Was meint ihr denn dazu? Würdet ihr euch den holen? Habe ich bei AliExpress bestellt, den gibt es aber mittlerweile, glaube ich, soweit ich weiß, auch bei Bluebricks und bei diversen anderen Klebebausteinläden oder Verteiler, wie auch immer. Schaut doch auch gerne mal bei uns im Forum vorbei, bei den Noppenhelden. Da unsere Partner bieten den, glaube ich, auch schon mittlerweile an. Ja, in diesem Sinne, ein schönes Bauerlebnis ist leider heute zu Ende gegangen. Hätte vielleicht noch ein bisschen mehr gebaut, aber gut. Irgendwann ist auch mal jedes schönes Bauerlebnis zu Ende. In diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall eine angenehme Nachtruhe und wir sehen uns. Dann wünsche ich euch allen noch ein fröhliches Camp. Bis dann.